Haben wir genug Sand? Ja, easy. Easy, da können die Fabriken sogar mal richtig arbeiten. Also, momentan tun sie oft nur so, aber jetzt können sie halt mal, ne? Es reicht immer noch locker aus. Wie gesagt, wir bauen jetzt hier richtig schön Mikrochips auf. Die müssen natürlich dann auch noch ein Zielgebiet haben, sonst produzieren die nur für sich selber und das wollen wir ja natürlich nicht. Aber den können wir natürlich sagen, wo sie hin sollen. Oder? Chat? Was meint ihr? Gute Sache? Stimmt, oder? So, lass mal hier nochmal ein bisschen bauen. Zwerg will, dass wieder alles eskaliert. Das immer. Das ist mein absoluter Traum, ja? Wenn hier alles völlig ausrastet, das ist mein absoluter Traum. Das ist so, so will ich das. Alles andere wäre unverschämt, Chat. Welche Geschmacksrichtung haben die Chips? Salzig. Mindestens. Gott, ey, das wird jetzt gleich richtig völlig ausrasten hier an der Stelle. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis hier wahnsinnig viele... Also hier kommen jetzt auf jeden Fall, die Chips werden hier hinter schon geliefert. Also das klappt schon. Das Einzige, was jetzt nicht klappt, und da müssen wir halt extrem drauf aufpassen, wir müssten eigentlich hierher gehen und diese Direktverbindung von hier rüberziehen. Die müsste von oben kommen. Wäre fast geiler, weil wenn du das von hier machst, haben die immer das Problem, dass sie das nicht richtig können. Das heißt, wir gehen hier raus und gehen hier so auf eine 1er Höhe, reicht ja schon, in einen Bogen gerne auch rein. Also hier so und dann hier rüber und dann hier so rüber und dann warten wir mal. Dann machen wir das hier weg und dann kommen die hier so, weißt du? So. Ne? So. Weil dann stressen die sich da nicht so sehr. Ne? Dann wollen die hier nur abbiegen, das können sie auch. Hier ist nicht so viel Trubel. Da müssen sie nicht so lange warten auch. Das ist okay. Im Zweifel können wir hier noch was machen. Ne? Und dann können wir sagen, die dürfen von hier... Das können wir auch machen. Das ist eine geile Idee. So. Hier so. So. Und dann sagen wir denen von hier, no way, ihr dürft hier nicht lang. Ja? Sondern... Wir sagen, nur die von der Seite kommen, dürfen hier abbiegen. Ja. Oder? Was, warum bin ich jetzt im Stromnetz drin? So. Die hier dürfen abbiegen von der Seite. Jo, das passt. Okay. Gut. Können wir auch machen. Du kannst die Wirtschaft unterstützen mit dem Chip mal. Ja, na gut. So. Eskalationszwerg. Natürlich. Warum sind manche Straßen dunkler als andere? Nein, weil die einfach besser sind. Ne? Das ist Autobahn. Dunkel ist Autobahn. Hell ist meistens irgendwas anders, Beton oder so. Paprika ist besser. Ja, ja. So Gewürz und so geht immer. Ne? Also so. Ich mag tatsächlich so orientalische Chips super gerne. Finde ich mega gut. Nam, 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 nam. So, weil jetzt biegen hier nämlich nur die anderen ab. Ja, ist okay. Ja, passt. Läuft. Und hier ist kein Stress drauf. Das funktioniert butterweich gerade. Geht. So will ich das. Sehr nice. Jetzt fehlen hier allerdings wieder Chips. Das bedeutet, er reicht es wahrscheinlich immer noch nicht ganz aus. Da fahren die darüber. Haben wir einen, der zufällig gerade von der Seite kommt? Nee, ne? Hier ist auch wahnsinnig viel Druck drauf. Auf den. Oh, da haben wir richtig viel Überdruck. Na gut. Die rasten hier aber auch völlig aus, ne? Also da geht auch irgendwie gerade gar nichts. Wir könnten natürlich... Die fahren schon manche auf die Seite auch. Das klappt schon. Aber die Produktion selber ist hier ein bisschen schwierig. Wie machen wir das? Warum ist das bei denen so schwierig? Weil da, ne? Können die auch woanders? Die könnten halt auch von der anderen Seite kommen. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir kappen die Hauptverbindungsstrecken hier geradewärts.
So, dann dürfen die jetzt hier nicht mehr geradeaus fahren. Außer der da, das ist natürlich schlecht. So, jetzt dürfen die hier nicht mehr lang fahren. Das heißt, die fahren irgendwo anders lang. Ich hoffe natürlich jetzt nicht hier rüber. Das wäre natürlich auch schlecht. So, aber machen wir das nämlich auch so, dass die nur hier auf die Seite fahren dürfen. Dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als wenn die da lang fahren wollen, wirklich hier oben lang zu fahren, dann kommen sie sowieso raus. Ne? Warte kurz. Ja, jetzt haben sie sich neu organisiert. Und jetzt ist natürlich die blöde Überlegung, zu sagen, ja, eigentlich wäre es ja auch richtig dämlich, wenn die hier lang fahren dürften. Hier, genau, nämlich da erzeugen wir nämlich jetzt den Stress, den wir nicht haben wollen. Außer natürlich, wir machen das so. Weil hier... Ja, wobei, dann haben die ja auch genau dasselbe, denselben Stress auf der Seite. Das bedeutet, wir verbieten es denen hier auch noch lang zu fahren. Ja, aber das können wir nicht ewig machen, ne? Warte mal kurz. So, jetzt produzieren wir hier gerade einen richtig ärgerlichen Mist, ja? So einen richtig ärgerlichen Mist gerade. Die Lego Mio. Okay. Die dürfen nur abbiegen. Jetzt pass auf, ich nehme mal irgendeinen, der hier lang fährt. Wo willst du hin? Du willst da lang. Okay. Easy. Was ist mit dir? Und ihr wollt alle hier rüber, ne? Okay. So. Nennt man das Verschlimmbessern Telluri mindestens. Meistens fehlt aber dann nur so ein Schubs, na, weil die sich einmal alle neu organisieren müssen. Und dann fahren die in der Richtung, wie wir es haben wollen. Und dann wird hier oben mehr Stress sein auf den Straßen, die jetzt völlig durch sind. Was für ein Verkehrsgefummel! Ja, das ist das Schönste. So. Und die fahren jetzt auch alle da raufwärts. Und wenn am Ende des Tages hoffentlich dann hier in diese Hauptstrecke übergehen... Und dann kommen die nämlich von der anderen Seite raus. Das erzeugt nämlich für uns das, dass wir hier endlich diesen riesen Stauklumpen hier loswerden. Weil jetzt der Verkehr nämlich, der will ja eigentlich nur hier abbiegen. Was anderes haben die gar nicht vor. Die wollen hier eigentlich nur abbiegen. Und das können sie jetzt halt auch. Zumindest wenn der erste Druck hier mal weg ist, weil hier staut sich halt noch super viel jetzt gerade im Kreis. Aber das ist jetzt nur für den Moment gerade so, bis das einmal weg ist. Und das ist ja jetzt hier, sieht man das ja auch, das ist schon ordentlich, was da noch rückgestaut war. Und im besten Falle läuft das dann hier durch. Man kann alles so lange verbessern, bis es endlich nicht mehr funktioniert. Was? Nein! Gucken wir mal, hier hört es nämlich schon auf, ne? Also das klappt jetzt dann gleich relativ gut. Und wenn die dann durch sind, dann klappt das. Anderson, einen wunderschönen, Dankeschön! Hiho. Hiho! Hiho! Grüß dich, im 6. Monat Primary Sub. Vielen lieben Dank für deinen Support, ey. Dankeschön. Warum ist bei euch eigentlich so ein Stress? Ach so, ja, ich erinnere mich. Okay, stop it. Also, ihr fahrt darüber und ihr fahrt auch darüber. Dann kann ihr, könnt dann da lang fahren und ihr dürft auf beide fahren. So, ab dafür. Okay, machen wir anders. Und ihr dürft auch nur so fahren. Ha! Jetzt wird's richtig wild. Und wie ist bei euch so? Hier dürfen wir auch alle fahren, das ist schön. Es dauert jetzt eine Sekunde, dann wird das hoffentlich gleich die Handbremse gelöst. Und zwar alle, die jetzt nachträglich kommen, müssten eigentlich da besser fahren können. Ah, okay, alles klar, ich habe einen Fehler gefunden. So. Und jetzt aber. Viel Erfolg, Jungs. Es war mir eine Ehre. So. Dann kommen die nämlich viel schneller hier weg. Das sollte nach hinten auch keinen Rückstau bilden mehr. Schaut gut aus. Ja, da kommen nämlich die ganzen Chips und die wollen ja alle hier weggeliefert werden. Ne? Das ist ja schon ordentlich, was hier geht. So, gucken wir mal. Hier hat sich der Stau mittlerweile bis hier vor zurückgearbeitet. Dann haben wir da auch bald keinen Stress mehr. Hier ist der Stau natürlich jetzt durchgehend, weil hier oben Stillstand ist. Und das darf halt gar nicht passieren, auf keinen Fall. Ne? Dadurch, dass so viele hier abbiegen wollen, wollen die hier wo lang? Ja, da wollen die lang. Das ist natürlich super dämlich gerade.
Aber gut, das wird jetzt so, wenn da erstmal der ganze Durchdruck hier weg ist. Und der ist es auch gleich. Guck mal, wie wenig da nur noch ist. Können wir die Straßen hier in der Mitte noch ein bisschen upgraden? Das sind Zweierstraßen Beton. Dreierstraßen, passen die da rein? Tatsächlich! Okay! Na, das ist doch wunderschön hier, ne? Boom, yeah. So. Bei euch auch? Ja, bei euch auch. Sehr geil. So, hier lang. Hier auch. Bei euch machen wir das Gleiche. Kriegen die halt alle Dreierstraßen. Damit das hier noch ein bisschen fluffiger läuft. So, gucken wir mal, wo sind die jetzt mittlerweile? Ja, die kommen noch von der Seite relativ stark. Okay, wie ist es bei euch so? Ihr dürft abbiegen, das ist gut. Und ihr habt genau das Problem. Okay, alles klar. Ihr dürft so abbiegen. Und ihr dürft so abbiegen. Mal schnell schauen. Und hier oben müssen wir nochmal gucken, wie wir das lösen. Aber ich glaube, das wird gut. Ja. So, euch machen wir mal anders. Ihr geht alle nur auf die Spur. Und bei euch ist es auch so. Auf diese Spur. Schnell schauen. Ampeln wäre geil. Ja. So kann man den Stau auch lockern. Einfach die Fahrzeuge löschen. Nix da. Das wird jetzt. Das wirst sehen. Ich hoffe dann immer noch, dass der Vorteil hier darin besteht, dass das dann auch klappt, wenn wir das so ein bisschen... Wo wollen ihr lang? Ja, passt doch, oder? So, du darfst da lang. Du darfst auch da lang. Und du darfst auch da lang. Du darfst auch, wenn du magst, geradeaus. So, dann müssten wir jetzt alle Spuren fahren können, ohne dass die sich dämlichst hier den... Was ist mit dir eigentlich schon wieder? Ja, jetzt. Okay. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert. So ganz fluffig läuft es noch nicht, ne? Aber es wird schon. Hauptsache, hier ist Bewegung drin. Und jetzt verschwinden so langsam die ersten Symbole hier, das ist gut. Weil die brauchen ja die Ressourcen, sonst arbeiten die hier bald gar nichts mehr. Okay. Aber jetzt läuft das mal wenigstens so halbwegs vernünftig gerade, das ist okay. Hier haben wir keinen Stau, das ist einfach nur ein Rückstau, der sich aus der Hauptachse immer mal wieder bildet, das ist okay. Da kommen aber auch schon viele Sachen hier von den Heimrobotern und so weiter, es kommt schon viel, ne? Das Blöde ist, wenn man das löscht, ja, dann ist zwar der Stau in dem Moment weg, aber die Sachen auch, ja, und das ist richtig dämlich. Deswegen hilft uns das auch nicht weiter. So, was ist mit euch los? Warum seid ihr hier so im gravierenden Stau? So. Kurze Überlegung, Chat. Ich habe eine Idee. Ha! Ich habe eine Idee, Chat! Ich weiß, dafür werden mich wieder alle hassen, ja? Alle! So. Also, probieren wir mal Folgendes. Abfahrende Spur. Bringt uns hier gar nichts, ne? Die wollen ja hier nur raus. Auffahrende Spur von der Seite kommen. Zweier-, Dreier-Spur. Huch, nein, das war nix. Aber ein bisschen... Na, die Richtung hat schon gestimmt. So. Nix geradeaus, alles nur abbiegen. So. Da hier. Abbiegende Spur. Bisschen wild, aber geht so. Bisschen wild, aber geht so. Okay. Passt. Auch in alle drei Spuren abbiegen. So.
Oh je, er hat eine Idee. Und ihr könnt mich nicht aufhalten, Chat. Ihr könnt mich nicht aufhalten. So, bei euch machen wir das gleiche Prinzip wie gerade eben. Das heißt, wir reißen jetzt auch wieder die Straße ab. Die Straße. Legen die große Hauptachse einfach geradeaus drüber. Haha. So, ihr kriegt mich nie, Chat. Ihr kriegt mich nie. So, auch hier wieder geradeaus rüber. Und drauf. Bam. So, hier haben wir das gleiche Prinzip in grün. Das heißt, auch hier biegen wir mit einer Spur ab. Da dürfen entweder abgebogen werden oder aber die fahren geradeaus hier durch. Und wenn die hier durchfahren, dann freuen die sich wie ein Schnitzel im Sommer auf einer heißen Herdplatte. Ja, weil dann sind die nämlich hier frei. Freiheit. So. Die hier wollen auch geradeaus fahren. Dürfen sie auch. Außer der hier, der nicht so. Der dürfte hier so fahren. Oh, ist okay. Da wollen alle rum, da wollen auch alle rum und die wollen alle darüber. Die fahren aber auf keinen Fall hier geradeaus. Die dürfen nur abbiegen, mehr dürfen die nicht. Das ist ihr Traum. Das ist der Traum, meine Lieben. Und die fahren geradeaus. So, jetzt fahren die hoffentlich alle woanders hin. Und jeder wieder soll im besten Fall. So, und die hier langfahren, die müssen ja jetzt irgendwie noch da hochkommen. Ich werde verrückt. Okay, der muss weg, der muss weg. Ihr fahrt nur geradeaus. Das ist euer Traum. Ne? Euer Traum ist nur so. Die können sich hier nochmal untereinander austauschen. Jetzt lasst uns das mal probieren. Volango, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. So, Verkehr fließt. Verkehr fließt fluffig. Jeder liebt fluffigen Verkehr. Also bis jetzt, wenn sich das mal so ganz nüchtern betrachtet, ne, so, also ohne Eierlikör, ne, so, dann. Wäre es ein Spiel, wo was explodieren könnte, hätte ich jetzt ernsthafte Befürchtungen. Das ist ja fast 180% Steigerung. Achso, Steigung. Ja, naja. Das Gute ist, das sind Hover-LKWs, ja, also von Hover Musk, ja, gebaut. Die können das. Nitram, wunderschönen guten Abend. Sieht fast effektiv aus. Bis jetzt läuft's butterweich, ne? Das Gute an der Sache ist natürlich auch, dass jetzt dieser ganze Grundstress erstmal hier durchkommt. Wir haben hier keinen Stau mehr. Das wird jetzt das Rückstau höchstens, ja. Hier sind auch keine Haltungen mehr drin. Also es wird nichts mehr zurückgehalten von dem Ding. Hier ist alles rausgeliefert. Das heißt, das Ding läuft gerade so ein bisschen kritisch, ne? Wir haben auch hier extrem wenig. Wir bräuchten noch viel mehr an grünen Schaltkreisen, als wir eigentlich hier produzieren. Wir sind im Roten mittlerweile. Das kannst du so nicht lassen. Das heißt, wir brauchen noch viel mehr an roten an grünen Schaltkreisen hier. Kommt mir irgendwie jetzt alles so Factorio-mäßig bekannt vor. Geht das euch auch die ganze Zeit so, wenn ihr über grüne Schaltkreise redet? Kein Netz mehr. Ah, wir haben keinen Strom. Das ist vielleicht das Problem, ne? Das wäre vielleicht eine Überlegung wert, aber jetzt so langsam. Wir können ja Strom produzieren, why not, ne? Also wir haben ja Saft. Boah, ich würde gerne die großen Reaktoren und so. Was kann da schon schief gehen, Chat? Ein kleiner Reaktor, da kann doch nichts passieren. Oder? So. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Energie. Grüne und rote Schaltkreise. Ja, genau, Miko, ne? Das ist schon wieder so fast. So, jetzt gucken wir mal, ob das... Ich meine, gut, die wollen jetzt natürlich noch mehr Zeug haben. Ihr steht, weil ihr... Warum steht ihr? Was euer Plan? Ah, okay. Das ist natürlich schlecht. Jetzt... War das das Problem gerade?
Okay, alles klar, ich verstehe. So nicht, Freunde. So nicht! Hier wird nicht abgebogen. Nee, nee, nee. Er fährt jetzt garantiert hier runter, da wieder rauf und dann kommt er von der Seite, ne? Aber bis jetzt? Gut, wenn das jetzt hier mal ein bisschen rum ist, ne? Und die fahren jetzt hier lang. Und die, die jetzt wirklich hier versorgen wollen, die kommen hier auch von der Seite tatsächlich relativ schnell rüber. Beziehungsweise die fahren die lange Gerade tatsächlich ganz gerne. Auch wenn die in die zweite Spur rein wollen, oder? Ja, ja, da war einer. Nee, da war es nicht. Auch nicht. Was ist das hier? Naja, wir werden sehen. Deine Meinung zum Spiel ist es 17 Euro wert. Grundmeier, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe relativ viel Spaß mit dem Spiel. Für das, was da schon drinnen steckt, ist es sehr gut. 17 Euro mit Sicherheit wert, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich sag dir ganz ehrlich, es fehlt noch vieles. Aber ich finde, es geht in die richtige Richtung. Wenn du bereit bist zu sagen, das ist ein sauberer Early Access, der noch viel offen hat, dann ist es mit Sicherheit 17 Euro wert. Würde ich schon sagen. Aber immer unter dem Aspekt, da ist halt noch nicht alles drin und es fehlt auch wirklich noch. Du merkst, dass es viel fehlt, aber das ist nicht schlimm. Also ich finde es nicht schlimm. Ich habe mir Factorio damals gekauft vor Äonen. Sehr gut. Ja, also das sind so Spiele, RimWorld, Factorio und solche Geschichten, ne? Die haben am Anfang, also ganz ehrlich, wer kennt noch die Alpha von RimWorld, ja? Wenn du so lange zurückdenken kannst, dass du die Alpha noch kennst von RimWorld, da war ja auch nicht alles so, wie es heute ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel auch so eine Entwicklung macht. Aber ich finde es gut, dass es aus einem, von einem deutschen Entwickler mal stammt. Weil das ist halt echt schon, also es ist eine Seltenheit, dass da Spiele von deutschen Entwicklern kommen. Und das finde ich tatsächlich sehr gut. So, wir haben den Verkehrsfluss jetzt komplett umgelenkt und es funktioniert an der Stelle auch. Das Einzige, was halt jetzt gerade noch ein bisschen stauig ist, ist die Stelle hier. Ja, wobei, jetzt geht's wieder. Ja, ab und zu fährt mal einer nach rechts weg, aber das ist jetzt nicht die Wucht. Die meisten wollen ja hier eigentlich gerade ausfahren. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das müssen wir jetzt künftig nicht mehr machen. Und auch die müssen wir mal raushauen, damit die wirklich sich auf die Seite schon eingruppieren können. Das sorgt zwar im ersten Moment ein bisschen für Verwirrung hier im Verkehrsfluss, aber sollte dann die meisten Fahrzeuge, die geradeaus wollen, jetzt müssen wir mal aufpassen, das klappt hier nicht. Mal schnell schauen. Okay, das klappt nicht. Gut, dann lassen wir das mal folgendermaßen. Dann machen wir euch mal weg. Und dann lassen wir euch noch abbiegen. Dann müssen die sich nämlich nur auf zwei Stellen aus... Weißt du, sonst staut sich das, weil die alle auf eine Seite wollen. Wir müssen aber diesen ganzen riesen Verkehrschaos hier so rausbekommen. So gekauft, dann wünsche ich dir schon mal extremst viel Spaß. Auch für die nächsten Stunden und Tage. So, jetzt gucken wir mal schnell. Jo, schaut gut aus. Wie ist es bei euch so? Ja, hier verteilt sich es halt schon ein bisschen strange, ne? Dem ja sagen, er dürfte auch noch in die Richtung abbiegen. Dann müssen die sich nicht so ganz krass verteilen. Es dauert immer ein bisschen, bis das umgesetzt ist, ne? Bis die Fahrzeuge dann die neue Route schon im Plan haben. Und dann geht es manchmal ein Ticken fluffiger. Ja, so ist gut. Machen sie gut. Ist hier der Plan? Und hier? Jetzt auch ein bisschen wild, ne? So. Mal
So, dann müssen sie sich ja auch nicht mehr so krass verteilen. Das ist gut. The ups and the downs, my heart will never stray.